Mehr als 2 Jahre nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat der Kreml eingeräumt, dass sich Russland im Kriegszustand befindet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagt in einem Interview mit der russischen Wochenzeitung Argumenti i Fakti, Zitat, wir befinden uns im Kriegszustand. Ja, das hat als militärische Spezialoperation begonnen, aber seit der gesamte Westen auf Seiten der Ukraine beteiligt ist, ist es für uns ein Krieg geworden. Bisher hatte die russische Führung es abgelehnt, den Ukraine-Konflikt als Krieg zu bezeichnen. Stattdessen nannte der Kreml und auch Präsident Wladimir Putin die im Februar 2022 begonnene Offensive eine militärische Spezialoperation. Kreml-Sprecher Peskow betonte später bei seiner täglichen Pressekonferenz, Zitat, rechtlich betrachtet ist es eine militärische Spezialoperation, aber de facto ist es zu einem Krieg geworden. Kritik an dem Ukraine-Einsatz der russischen Armee und die Verwendung des Wortes Krieg in diesem Zusammenhang werden in Russland mit Geld- und Gefängnisstrafen geahndet. Peskow wies mit Blick auf die Strafverfahren jedoch darauf hin, dass es auf den Kontext ankomme, in dem der Begriff Krieg verwendet werde.